Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein ganz besonderes Video zu einem Anime, nämlich Jujutsu Kaisen. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, auf meinem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Jujutsu Kaisen ist einfach meine neue Obsession und in diesem Anime gibt es einfach mal einen Fluchgeist, beziehungsweise es ist der König der Fluchgeister. Und zwar ist es Sukuna und dieser Fluchgeist hat einfach mal so 20 Finger, die sie sozusagen finden müssen, um ihn wieder herzustellen, you know. Und hier, diese Finger habe ich 2 von gebastelt. Also dieser Anime hat auch einen Manga, ich weiß gar nicht, habe ich gerade immer Anime gesagt oder Manga, I don't know. Auf jeden Fall besitze ich auch die Manga-Reihe und dieser hier, ich hoffe man erkennt das, hier sind so 2 kleine Köpfe im Manga sieht man das, dass da auch so kleine Köpfe, Schrumpfköpfe, irgendwie sowas drauf sein sollen. Und ja, im Anime sieht man das, glaube ich, nicht ganz so gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber wir werden einfach mal in diesem Video 2 Finger von Sukuna basteln. Wir werden heute Sukunas Finger machen. Beziehungsweise einen Finger von seinen 20 Stück. Ja, ihr habt richtig gehört, 20. Eigentlich hat er ja 4 Hände. Das Grundgerüst seines Fingers mache ich aus Aluminiumfolie. Einfach Blätter abreißen und entweder an euren Fingern messen oder an anderen Fingern. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich werde meine eigenen Finger dafür nehmen und gucken, dass ich den Finger auf jeden Fall ein bisschen länger mache und auf jeden Fall auch ein bisschen breiter, weil Sukuna ist immerhin ein Mann und Männer haben bekanntlicherweise größere Hände als Frauen. Yeah, Grundgerüst ist eigentlich pretty easy zu machen. Nachdem das steht und man den Finger so geformt hat, ungefähr wie es sein soll, werde ich erstmal eine Schicht Latex über alles drüber geben und warten, bis die getrocknet ist. Einfach deshalb, damit die Aluminiumfolie nicht wieder aufgeht, sich entwickelt oder sonst etwas damit passiert. Dass es alles schön secure und safe ist. Ja. Nachdem die Schicht Latex dann getrocknet ist, werde ich Latexpaste anrühren. Dazu nehme ich einfach Mehl und Latexmilch. Und diesmal werde ich die Latexpaste ein bisschen dicker anrühren, also ein bisschen mehr Mehl reintun. Ich empfehle euch auf jeden Fall, gebt erst Latexmilch rein und dann löffelweise Mehl, was ihr nach jedem Löffel umrührt, weil man braucht wirklich nicht viel Mehl. Ja. Wenn dann die Latexpaste soweit angerührt ist, werde ich die Details von dem Finger hervorheben. Sprich, im Manga-Band sieht man das, da sind so 2 kleine Gesichter auf dem Finger und unten sieht das aus wie so Wurzelgehölz. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es sieht einfach so aus wie Wurzelgehölz von einem Baum oder so. Und das werde ich mit der Latexpaste machen und mit Watte, je nachdem, ob es gerade passend ist oder nicht. Ich glaube, bei dem Wurzelgehölz ist so ein bisschen Watte ganz hilfreich, damit man mal so einen dickeren Ast oder sowas da hinbekommt. Und damit das alles nicht so komisch klumpig aussieht, weil Latexpaste ist nun mal sehr, sehr klumpig, gehe ich hinterher nochmal mit meinen Fingern und frischer Latexmilch oben drüber. Wichtig ist wirklich, habt immer frische Latexmilch an euren Fingern, an euren Tools. Nicht, dass es irgendwie schon halb angetrocknetes Latex ist und das dann aneinander festklebt, weil das kriegt man nicht mehr ab. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man mit Latexmilch arbeitet. Aber eigentlich, wenn man darauf achtet, ist es gar nicht so schwierig. Und was fehlt natürlich noch an einem Finger? Natürlich der Fingernagel. Den werde ich aus Polymorph machen, was ich schwarz einfärbe, weil Sukunas Fingernägel sind alle schwarz. Und Polymorph funktioniert ganz einfach. Man gibt einfach so ein paar Kügelchen in heißes Wasser, dann werden sie durchsichtig, dann kann man sie kneten, in die Form geben, die man haben möchte und das ist bei uns natürlich ein Fingernagel. Man kann Polymorph auch einfärben. Wenn man es dann in heißes Wasser gegeben hat, gibt man einfach noch ein bisschen Farbe mit auf die durchsichtigen Kügelchen, die man aus dem heißen Wasser gefischt hat und dann verknetet man das alles und dann hat man einen schwarzen Fingernagel. Man kann natürlich auch einfach alles durchsichtig lassen, so wie das Polymorph halt ist und hinterher den Fingernagel mit Nagellack oder Farbe anmalen.
Das ist jedem selbst überlassen, je nachdem wie er es machen möchte. Und um den Fingernagel auf dem Finger drauf zu kleben, werde ich einfach nochmal Latexmilch nehmen oder Wimpernkleber kann man natürlich auch nehmen. Ja, und wenn das dann alles getrocknet ist, hat man einen Finger von dem Fluchgeist Sukuna. Yay! Die Latexpaste getrocknet ist, werde ich den Finger mit Cremefarbe anmalen, damit man auch so Schatten und Schattierungen, Tiefe in den Finger hineinbekommt, dass er auch die richtigen Farben und sowas hat, so weiter und so fort, also damit er halt wirklich echt und realistisch aussieht. Ja, und nachdem das dann geschafft ist, ist das Ganze auch fertig. Auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.